Hallo, ich bin Linda von Stern Auto und habe heute für euch das zweite BYD-Modell zum Testen dabei, den Tang. Der Tang ist genau wie der Atto 3 auch ein SUV, allerdings eine Nummer größer, denn er hat 7 Sitze. Eignet sich damit also perfekt für Familien und den schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Das gesamte Interieur des Tang ist sehr edel. Hochwertig verarbeitete vegane Leder mit Ziernähten und Steppung. Und klare, fließende Linien bestimmen hier die Optik. In der Mittelkonsole befindet sich das große drehbare Display, zwei Getränkehalter, man kann das Fach aber auch verschließen. Dann gibt es die Ladeschale fürs Handy und in der Armlehne versteckt sich etwas Stauraum und alle Sorten von Anschlüssen. Und wenn man das Kabel nach draußen nimmt, wird es nicht eingeklemmt. Das ist sehr schön. Man kann das sogar bis nach hinten geben. Jetzt, wo es dunkel ist, zeige ich euch nochmal die schicke Ambientebeleuchtung des Tang. Die Designsprache von BYD vereint europäisch-moderne Formen mit traditionell chinesischen Elementen, wie zum Beispiel hier die stilisierte Drachenhaut. Und für das Armaturenbrett und die Türen kann man jede beliebige Farbe wählen, die man möchte. Der Tang hat eine Begrüßungseinstellung, sodass wenn man die Tür öffnet, der Sitz in die Position, die voreingestellt ist, zurückkehrt. Und, wichtig zu wissen für Familien, die Kindersicherung für die Türen hinten sind separat. Die BYDs kommen serienmäßig alle voll ausgestattet. Das heißt, Fahrassistenzsysteme sind immer dabei, wie zum Beispiel der Totwinkelassistent, der Spurhalteassistent, die Rückfahrkamera, die Sprachsteuerung und eben auch das Panorama-Schiebedach, was man entweder nur anklappen oder aber auch bis zur Hälfte aufschieben kann. Schauen wir uns nochmal die Rückbank vom Tang an. Wie ihr sehen könnt, das hier sind die beiden Beileitungen, das gefällt gut. Und die Sitze sind sehr schick verarbeitet. Schön genau. Das heißt, wenn man auf abzustellen oder ein Handy zu verstauen, dann kann das natürlich auch wegklappen. Den man aber auf Wunsch auch noch in 2 Sitze verwandeln kann. Ganz einfach. Und somit haben 7 Leute Platz. Das Einsteigen funktioniert auch ganz einfach. Einfach hinzieht. Und da sitzt ganz leicht nach vorne. Auch hier hinten kann man bequem sitzen, man kann die Kopfstützen einstellen, man hat auch hier auf jeder Seite einen Getränkehalter, sodass es sich wirklich mit 7 Personen sehr bequem im Tang fahren lässt. Jetzt schauen wir uns nochmal den Ladevorgang an. Der kann auch mit einer Hochleistungssäule geladen werden. Das probieren wir jetzt. Jetzt sieht man ein orangenes Licht, das heißt, das Auto kommuniziert mit der Ladesäule und umgedreht. Wenn sich das dann in ein grünes Licht verwandelt, ist das die Bestätigung, dass die Connection hergestellt ist. Mein Fazit: Der Tang fährt sich hervorragend, hat ein sehr edles Design und bietet enorm viel Platz. Wenn ihr mehr erfahren wollt über BYD und die verschiedenen Modelle, dann schaut gerne auf unserer Stern Auto Website vorbei oder meldet euch zum Newsletter an. Bis zum nächsten Mal, ciao!